Wer die Vögel im Garten oder am Haus möchte unterstützen möchte, kann Nistkästen aufhängen. Es gibt verschiedene Modelle und in diesem Video erklären wir Ihnen, was Sie beachten müssen, wenn Sie Nistkästen für Höhlenbrüter aufhängen. Mit Höhlenbrüter sind Vogelarten gemeint, die in geschlossenen Hohlräumen brüten, also z.B. Meisen, Spatzen, Kleiber und Star. Natürlicherweise würden die Vögel so Hohlräume in einem alten Baum finden, wenn z.B. ein Specht eine Höhle gemeißelt hat oder wenn ein Ast ausgebrochen ist. Auch Gebäude können Hohlräume haben, z.B. unter den Dachziegeln. Leider sind so Hohlräume in den letzten Jahrzehnten selten geworden, weil alte Bäume abgeholzt worden sind und auch weil Gebäude immer mehr saniert werden. Mit Nistkästen können Sie gewissen Vögeln wieder zusätzliche Brutplätze bieten. Aber am besten ist es natürlich, wenn Sie bestehende Hohlräume versuchen zu erhalten. Höhlenbrüter-Nistkästen haben vorne ein Einflugloch, das unterschiedlich gross sein kann. Und die Grösse, die hat einen Einfluss darauf, welche Vogelarten das den Wohnsitz beziehen können. Für kleinere Singvögel wie Blau, Sumpf oder Tannenmeisen eignet sich Lochdurchmesser von 26 bis 28 mm. Kohlmeisen, die etwas grösser sind, aber auch Spatzen und Kleiber passen durch Einfluglöcher mit einem Durchmesser von 30 bis 32 mm. Für den Star muss es etwas grösser sein, er braucht Einfluglöcher von 45 bis 50 mm. Höhlenbrüter-Nistkästen kann man an Bäumen oder auch an Gebäuden aufhängen. Welcher Standort das sich eignet, hängt auch von der Vogelart ab. Hausspatzen brüten lieber an Gebäuden. Es ist darum am besten, wenn man den Kasten direkt an der Fassade befestigt. Für Meisen kommen sowohl die Fassade als auch ein Baum in Frage. Am besten hängen Sie den Kasten in einer Höhe von 1,8 bis 2,5 Meter auf, weil so kommen Sie mit einer Leiter gut her, um den Kasten zu putzen. Wenn Sie aber eine Beschädigung durch andere Personen befürchten, sollten Sie den Kasten höher aufhängen. Wenn ein Nistkasten durch den Tag an der prallen Sonne steht, kann sie im Inneren sehr heiß werden. Darum sollten Sie Nistkästen immer mindestens im Halbschatten oder im Schatten aufhängen. Ein bisschen Morgensonne ist aber ganz gut, weil sich die Vögel dann schneller aufwärmen können. Beim Aufhängen sollten Sie auch auf einen katzensicheren Standort achten. Nistkästen, die an den Seitennästen eines Baums befestigt werden, sind etwas sicherer als Nistkästen, die am Stamm angebracht werden. Nistkästen hängen Sie am besten im Spätsommer oder im Herbst auf. So können sich die Vögel frühzeitig mit ihnen vertraut machen. Wenn Sie Nistkästen an Bäumen befestigen, dann nehmen Sie am besten einen Drahtbügel oder eine Plastikkordel. Nägel und dünne Drähte können die Bäume beschädigen, darum sollte man darauf verzichten. Den Nistkasten hängen Sie am besten an einen Aststummel. Sie können ihn entweder gegen den Stamm lehnen oder an einem Seitenast frei hängen, wenn der Ort windgeschützt ist. Die Fluglöcher sollten gegen die wetterabgewandte Seite gerichtet sein, also möglichst gegen Osten oder Südosten. Wie viele Kästen man dort aufhängen, hängt von der Vogelart, von der Qualität des Lebensraums und von seiner Grösse ab. Als Faustregel kann man sagen, dass man an jedem zweiten Baum einen Nistkasten anbringen kann. Auch wenn nicht alle Kästen besetzt werden, sind sie gleich wichtig. Einerseits können die Vögel so die besten Plätze aussuchen und andererseits werden so Kästen auch als Übernachtungsmöglichkeiten genutzt. Wenn Sie mehrere Nistkästen aufhängen können, dann ist es auch gut, wenn Sie schauen, dass die Kästen unterschiedliche Lochdurchmesser haben. So können die Vogelarten von unterschiedlicher Grösse profitieren. Wir empfehlen, die Nistkästen einmal im Jahr zu putzen. So entfernen Sie allfällige Parasiten und Sie sorgen auch dafür, dass der Kasten frei ist für ein neues Nest. Damit Sie die Vögel nicht beim Brüten stören, sollten Sie die Nistkästen aber nur zwischen Anfang Oktober und Ende Januar putzen. In der Regel längt es, wenn man das alte Nest entfernen und die Kästen trocken ausbürsten. Man sollte aber schauen, dass es nicht stark stäubt. Unter Umständen ist es besser, statt einer Bürste einen feuchten Schwamm zu brauchen oder den Kasten mit heißem Schmierseifewasser auszuspülen. Genauso wichtig wie Nistkästen ist ein zuverlässiges Nahrungsangebot in der Nähe des Nistkastens. Kohlmeiseneltern bringen ihren Jungen alle 2 bis 3 Minuten eine Futterportion. Wenn in der Umgebung nur wenige Insekten herum sind, dann müssen die Eltern weit fliegen. Das heisst, es dauert länger, bis die Jungen etwas zu fressen bekommen. Und so sinken ihre Überlebenschancen. Wenn Sie die Vögel beim Brüten unterstützen möchten, dann sollten Sie darum auch die Insekten fördern. Und das geschieht, indem Sie Ihren Garten möglichst naturnah gestalten. Der positive Nebeneffekt ist, die Räucher und die Bäume finden auch die sogenannten Freibrüter wie die Amseln, die man mit Nistkästen nicht fördern kann, einen Brutplatz.